Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Semidolls. In diesem Video will ich die Frage beantworten, wie kann ich denn deine Schnitte kaufen und wo kann ich sie denn dann herunterladen? Wie bekomme ich denn dann meine Schnittmuster, wenn ich sie gekauft habe? Und zwar gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ein Konto auf der Semi-Webseite einzurichten. Da kannst du dann, nachdem du bezahlt hast, alle deine vergangenen Einkäufe einsehen und auch alle Schnittmuster, die du bereits gekauft hast, wieder herunterladen. Die andere Möglichkeit ist direkt nach dem Einkauf und dann gibt es noch die Möglichkeit per E-Mail. Du kriegst auch nach deinem Einkauf sofort eine E-Mail zugeschickt, da kannst du dann die Links auch herunterladen. Dann gucken wir uns mal an, wie das jetzt funktioniert. Dann kaufen wir uns mal hier ein günstigeres Schnittmuster, damit ich meine Kreditkarte hier nur zum Ausprobieren nicht so sehr belasten muss. Und zwar die Unterhosen für klassische Sammy-Puppen. Und dann kann ich mir hier gleich meinen Warenkorb mal ansehen. Und da ist es auch, das Schnittmuster. Dann können wir weiter zur Kasse gehen und all unsere Daten eingeben. Und dann kann man entweder mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Ich mache jetzt mal mit Kreditkarte. Und dann gebe ich gleich hier meine Kartennummer ein und klicke auf Bezahlen. Und wenn ich dann das grüne Häkchen sehe, dann weiß ich, es hat alles wunderbar funktioniert. Und dann werde ich hier zurückgeleitet auf die Webseite. Und egal, ob man mit Kreditkarte oder PayPal bezahlt, kommt man da wieder an dem gleichen Punkt. Und dann kann man sofort nach der Bezahlung hier seine Dateien herunterladen. Und zwar steht dann da Download und direkt daneben kann man auf den Link klicken und dann wird die Datei sofort automatisch heruntergeladen auf deinen Computer. Oder wenn du rechts draufklickst mit der rechten Maustaste, kannst du es in eine spezielle Datei auf deinem Computer speichern, wenn du das lieber machen möchtest. Und dann die andere Option ist die E-Mail. Wenn du bezahlt hast, bekommst du sofort eine E-Mail zugeschickt. Das kann sein, dass die manchmal im Spam- oder Junkmail-Ordner landet. Da bitte im Spam- oder Junkmail-Ordner nachschauen, damit man sie auch findet und es nicht alles verloren geht. Und von da aus kannst du auch sofort automatisch deine Datei nochmal herunterladen, indem du auf den Link klickst. Und die dritte Option ist, in mein Konto zu gehen, hier auf der Semi-Webseite. Und da kannst du in deinen vergangenen Bestellungen nochmal nachschauen. Und aber auch in deinen Downloads. Wenn du auf die Downloads klickst, kannst du dann sofort nochmal deine Bestellung herunterladen. Ich habe schon einen anderen Testeinkauf hier vorher gemacht auf der englischen Webseite. Und hier ist auch die Unterhose, die wir eben gekauft haben, kannst du da auch nochmal herunterladen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat das ein bisschen demystifiziert, wie das denn hier funktioniert auf der neuen Semi-Webseite. Ich hoffe, das Shoppen und Einkaufen wird viel Freude machen. Die Freebooks gibt es natürlich auch weiterhin auf der Semidolls-Webseite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ich freue mich schon auf die nächsten Videos und Projekte mit euch. Bis dann, tschüss!